Meine Family, der BGV Podcast. Da sollte darauf geachtet werden, dass entweder eine Familienhaftpflichtversicherung abgeschlossen oder die Singledeckung ergänzt wird. Bei Kindern unter sieben Jahren ist es auch wichtig, Zusatzvorsorge zu treffen, denn Kinder unter sieben Jahren sind per Gesetz nicht deliktsfähig. Dies bedeutet, dass sie grundsätzlich nicht für von ihnen verursachte Schäden verantwortlich gemacht werden können. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Meine Family Podcasts, dem Podcast des BGV zu Themen rund ums Familienleben. Ich bin Stefanie Schmitz und heute nehme ich euch mit zum BGV. Wir sind nämlich heute hier in Karlsruhe in der Durlacher Allee, in der Zentrale des BGV. Denn in dieser Podcast-Folge wollen wir über eure Fragen rund um die Themen Familie und Versicherung sprechen. Und dafür ist heute Martin Hespeler bei mir. Er ist beim BGV Abteilungsleiter für Privatversicherungen und Projektleiter des BGV Family Projektes. Hallo Martin. Hallo Stefanie. Vielen Dank für die Einladung hier nach Karlsruhe. Martin, wir haben ja ganz viele junge Familienmamas und Papas als Hörerinnen und Hörer und welche, die bald Eltern werden. Warum ist das Thema Versicherung für die denn ganz besonders wichtig? Ja, für werdende Eltern bzw. junge Familien ergibt sich eine komplett andere Situation. Sie werden konfrontiert mit einer großen Verantwortung, die sie auf einmal übernehmen sollen. Mhm. Und dadurch entwickeln sie ja, einen gewissen Umdenkprozess, weil sich die Prioritäten verschieben in Richtung Sicherheitsbewusstsein und zielgerichteter Vorsorge. Ja, da kommen wirklich viele neue Sachen auf die Familien zu. Und gerade das Thema Versicherungen, da hat man ja vielleicht auch nicht so viel Erfahrung. Bekommt ihr denn viele Fragen und oft Fragen von jungen Familien? Fragestellungen dieser Art begegnen uns eigentlich immer wieder, wenn es um solche Sachen geht, weil man merkt einfach, ja, da setzt irgendwas im Kopf ein, wo mhm. man darüber nachdenkt, die Familien interessieren sich dann auf einmal und beschäftigen sich mit derartigen Themen und ist letztlich auch dann auch offener, wenn es um den Entscheidungsprozess für eine Absicherung. Und für die Vorsorge geht. Wenn es dann auf einmal nicht mehr nur um einen selber geht, sondern man die Verantwortung hat. Gibt es denn auch Dinge, die man da komplett falsch machen kann als frische Mama oder frischer Papa? Das Einzige, was man komplett falsch machen könnte, wäre sich überhaupt nicht mit diesem Thema zu beschäftigen und letztlich keinerlei Vorsorge zu treffen. Junge Familien machen aber bereits alles richtig, wenn sie sich mit ihrem Ansprechpartner ihres Vertrauens in Verbindung setzen, sich informieren und dann auch beraten lassen. Denn im Beratungsgespräch selbst werden dann alle relevanten Themen aufgegriffen und mögliche Lösungen aufgezeigt. Auf dieser Basis kann dann jede Familie selbst ihre individuelle Absicherungsentscheidung treffen. Ja, Martin, jetzt haben wir uns schon ein bisschen an das Thema Versicherungen rangetastet. Im Vorfeld unserer Aufnahme haben wir unsere Hörerinnen und Hörer dazu aufgerufen, uns Fragen zu stellen. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt uns dafür ein paar Sprachnachrichten zugeschickt und Fragen per E-Mail gesandt, die wir mal von klein nach groß sortiert haben. Ich möchte jetzt beginnen mit der Frage von Mareike aus Mannheim. Martin, bist du bereit? Ja. Also ich bin aktuell im siebten Monat schwanger und äh, wir freuen uns natürlich schon sehr, sehr auf unseren Nachwuchs ähm, und sind da auch schon voll in den Vorbereitungen. Nur welche Versicherungen wir dafür jetzt vielleicht brauchen. Ähm, Dazu haben wir uns ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Also wir sind gesetzlich krankenversichert. Wir haben auch eine Haftpflichtversicherung natürlich und auch eine Hausratsversicherung. Aber die Frage wäre jetzt quasi, brauchen wir da noch eine weitere oder müssen wir vielleicht bei den bestehenden Versicherungen irgendwie was anpassen? Genau. Wie können wir uns da noch besser vorbereiten? Ja, Martin, das ist genau die Situation, die du vorhin beschrieben hast. Man ist selbst mit der neuen Situation konfrontiert, die Frau ist schwanger und dann gehen die Gedanken los, oh, um was muss ich mich jetzt eigentlich alles kümmern? Was rätst du denn, Mareike? Zunächst möchte ich der Mareike kurz zu ihrer bestehenden Absicherung etwas empfehlen. Ihr Nachwuchs kann mit Antrag auf Familienversicherung abgeburt kostenlos in die gesetzliche Krankenversicherung aufgenommen werden. Was die Haftlichversicherung anbelangt, sollte hier geprüft werden, ob diese einerseits bereits Schutz für Kinder umfasst und andererseits auch die enthaltenen Leistungen der zukünftigen Situation gerecht werden. Weil es gibt da Unterschiede mit speziell kinderaffinen Leistungen und die sollte dann natürlich auch enthalten sein. Die Hausratversicherung, die Mareike angesprochen hat, ist ebenfalls zu überprüfen. Denn allein aufgrund der Einrichtung des Kinderzimmers werden ja zusätzliche Sachen angeschafft. Mhm wo dann die Versicherungssumme entsprechend zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen wäre. Und oftmals erfordert der Familienzuwachs auch gegebenenfalls einen Umzug in eine größere Wohnung oder gar in ein Haus. Und auch hier wäre dann zu überprüfen, ob der Vertrag nicht angepasst werden sollte. Okay, also da ist jetzt schon einiges, worum Mareike sich kümmern kann und soll. Und das waren jetzt nur Ihre bestehenden Versicherungen. Gibt es denn auch neue Versicherungen, die da sinnvoll wären? Richtig. Also wenn auch geplant ist, beispielsweise ein Familienauto aufgrund des Zuwachses anzuschaffen, dann muss man natürlich zwangsläufig an eine Kfz-Versicherung denken zum einen und andererseits, wenn es in Richtung Eigenheim geht, wie ich es gerade eben geschildert habe, dann wäre auch eine Wohngebäudeversicherung anzuraten, damit man in einem Schadenfall nicht auf den Reparaturkosten selbst sitzen bleibt. Darüber hinaus gibt es noch zahlreich weitere ergänzende Absicherungsmöglichkeiten, wie beispielsweise auch eine Kinderunfallversicherung, wenn das Kind dann da ist, oder auch wenn es um rechtliche Absicherung geht, eine Rechtsschutzversicherung. Aber eins ist ganz wichtig, Eltern sollten vor allem auch daran denken, für die finanzielle Absicherung der Familie vorzusorgen. Mhm. Wenn ihnen nämlich selbst einmal etwas zustoßen sollte, Deshalb sollten sich Eltern zumindest auf jeden Fall Gedanken über den Abschluss einer Risikolebensversicherung und über eine Berufsunfähigkeitsversicherung machen. Also Risikolebensversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung hat man schon mal gehört, aber worauf muss man da jetzt genau achten? Hierbei geht es um die Absicherung, wenn einem persönlich etwas zustoßen sollte, also man auch sterben kann aufgrund eines Unfalls oder eines sonstigen Ereignisses, dann wäre die Familie durch eine Risikolebensversicherung abgesichert, um finanzielle Folgen dahingehend auszugleichen, wenn auf einmal das Einkommen des Versorgers entfällt. Deshalb auch ganz wichtig für beide Elternteile hier sich entsprechend darüber Gedanken zu machen. Im Gegensatz dazu die Berufsunfähigkeitsversicherung. Hier geht es darum, dass man auch aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls einfach seinen Beruf nicht mehr weiter ausüben kann und dementsprechend auch hier das Gehalt entfällt und man eine Rentezahlung erhält, wo man sein weiteres Leben für die Familie bestreiten kann. Martin, ich würde gerne noch mal zurückspringen zur Haftpflichtversicherung, die die Mareike gerade angesprochen hat, weil hierzu haben wir noch eine weitere Frage von Liane aus Bruchsal bekommen. Ihr Sohn ist fünf Jahre alt und sie fragt, worauf sie denn achten muss, wenn sie eine Privathaftpflichtversicherung abschließen möchte. Da sollte darauf geachtet werden, dass entsprechend die Kinder mitversichert sind, auf jeden Fall. Also, sprich, keine Einzelversicherung besteht als Art Singledeckung, sondern entweder eine Familienhaftpflichtversicherung abgeschlossen wird oder die Kinder in eine Singledeckung ergänzt wird. Bei Kindern unter sieben Jahren ist es darüber hinaus auch wichtig, entsprechende Zusatzvorsorge zu treffen, denn Kinder unter sieben Jahren sind per Gesetz nicht deliktsfähig. Das bedeutet, dass sie grundsätzlich nicht für von ihnen verursachte Schäden verantwortlich gemacht werden können. Wenn allerdings dennoch einmal ein Missgeschick passiert, ist es den Eltern oft unangenehm und sie möchten, dass die Geschädigten auch wirklich entschädigt werden. Mhm. Eine gesetzliche Grundlage hierfür gibt es allerdings nicht. Deshalb gibt es allerdings Lösungen, wo diese Schäden auch durch deliktsunfähige Kinder über den Vertrag eingeschlossen werden können. Okay, also man sichert nicht nur sich selbst ab, sondern eben auch Schäden, die anderen entstehen. Und dafür ist die Familienhaftpflichtversicherung da. Was ist denn jetzt, wenn der Familie was zustößt? Denn gerade jetzt im Moment hat sich ja die Lebenssituation von vielen Familien stark geändert durch die Ereignisse im letzten Jahr. Thomas aus Konstanz hat uns hierzu eine Frage zugeschickt. Also ich habe folgende Frage. Wenn ich bei der Arbeit bin oder die Kinder in der Schule, dann sind wir ja über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert, wenn irgendwas passiert. In der Corona-Zeit, da waren wir jetzt aber alle ziemlich viel zu Hause, Homeoffice, Homeschooling. Greift in diesem Fall die gesetzliche Unfallversicherung trotzdem? Diese Frage äh, kann ich leider nur mit einem uneindeutigen Jein beantworten, <laughs> weil ähm, auch im Homeoffice greift zwar grundsätzlich der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, allerdings nur dann, wenn sich der Unfall im direkten Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit ereignet. Ein Sturz beispielsweise beim Gang in die Küche, um sich dort ein Glas Wasser zu holen, ist allerdings als rein private Tätigkeit anzusehen mhm. und deshalb gilt hier kein Schutz im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung. Was die Absicherung der Kinder anbelangt, so besteht dieser Schutz zu Hause zu keinem Zeitpunkt. Die meisten Unfälle ereignen sich allerdings in der Freizeit und vor allem auch zu Hause. Und gerade deshalb ist es insgesamt sowohl für die Eltern als auch für die Kinder sehr wichtig, hier ergänzend durch eine private Unfallversicherung vorzusorgen. Denn diese leistet unabhängig davon, ob ein Unfall sich im beruflichen oder im privaten Umfeld ereignet. Okay, dann macht es also auf jeden Fall Sinn, diese Lücken durch eine private Unfallversicherung zu schließen. Gibt es die denn ähnlich wie bei der Haftpflichtversicherung auch in einem Paket für die ganze Familie? Richtig, auch die Unfallversicherung kann man als Familienunfallversicherung sozusagen in einem Paket bzw. über einen Vertrag für alle abschließen. Dann möchte ich jetzt zur nächsten Frage kommen. Sabine aus Freiburg hat uns eine E-Mail geschrieben und ihre Frage lautet, was ist denn der Unterschied zwischen einer Kinderunfallversicherung und einer Invaliditätsversicherung? Beide Varianten sind im Kern eine private Unfallversicherung und sichern die finanziellen Folgen eines Unfallereignisses ab. Also demnach versichert sind bleibende Schäden aufgrund schwerer Verletzungen, die auf einen Unfall des Kindes als Ursache zurückzuführen sind. Der große Unterschied zwischen der Kinderunfall und der Kinderinvaliditätsversicherung besteht darin, dass die Invaliditätsversicherung nicht nur bei Verletzungsfolgen durch einen Unfall aufkommt, sondern zusätzlich auch dann leistet, wenn die Invalidität des Kindes auf eine schwere Erkrankung zurückzuführen ist. Mhm. Bei Kindern sind schwere und dauerhafte Beeinträchtigungen des Leistungsvermögens leider noch häufiger auf eine Erkrankung als auf einen Unfall zurückzuführen. Deshalb ist diese Variante sozusagen die Berufsunfähigkeitsversicherung für Kinder mhm. und insofern besonders empfehlenswert, um ein später gegebenenfalls fehlendes Einkommen durch eine regelmäßige Rentenzahlung ausgleichen zu können. Ja, dass so was Schlimmes passiert, daran denkt natürlich niemand so gerne. Aber wenn der Fall eintritt, dann nimmt diese Absicherung zumindest mal die finanzielle Last und ermöglicht eine Perspektive. Und es gibt ja den Spruch, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Gemeint sind damit vermutlich die Turbulenzen, die aufkommen können, wenn die Kids dann so langsam flügge werden und Mama und Papa nicht mehr nonstop aufpassen können. Und dazu hat Frank aus Aachen eine Frage für uns. Mein Sohn ist im Internet in so eine Abo-Falle getappt. Wir haben das dann bezahlt, obwohl es richtig teuer war, weil wir uns nicht getraut haben, dagegen rechtlich vorzugehen, schon wegen der Kosten. Mich würde es interessieren, ob es da eine Versicherung gibt, die in so einem Fall einspringt. Ah, den Fall kenne ich auch. Einer meiner Schulfreunde hat damals, als das Internet noch relativ neu war, was Ähnliches gemacht, aber da war natürlich niemand darauf vorbereitet. Heutzutage ist es ja was ganz anderes. Martin, was kannst du da empfehlen? Ja, genau. Die Zeit hat sich weiterentwickelt und hier gibt es inzwischen neuartige Versicherungslösungen, wie beispielsweise die Cyberversicherung, die oft auch als Online-Schutz oder dergleichen bezeichnet wird. Mhm. Über diese Art von Schutz wird neben Leistungen bei Datenmissbrauch, Cybermobbing, Virenbefall, auch Hilfe bei der Datenrettung, sowie auch oft die Kosten für die telefonische Erstberatung durch einen Anwalt, wie hier in diesem geschilderten Fall, übernommen. Einen wesentlich weitergehenden Schutz bei der rechtlichen Beratung leistet allerdings die Familienrechtsschutzversicherung für den privaten Lebensbereich. Hätten Sie jetzt hier vor Bezahlung des fragwürdigen Abos bei der Rechtsschutzversicherung nachgefragt, hätte ein Rechtsanwalt den Sachverhalt überprüfen können und unberechtigte Ansprüche zurückweisen können. Wir wissen, dass es sehr, sehr spannend ist äh, mit heranwachsenden Kindern mhm. und wie es auch sein kann und haben deshalb auch hier die Kostenübernahme entsprechend in unseren Produkten erweitert, nicht nur in der Rechtsschutzversicherung, sondern in all unseren Komponenten des BGV-Family-Konzepts und den einzelnen Versicherungssparten. Ach super, also lohnt es sich auch bei euch direkt mal nachzufragen, welcher Fall vielleicht von einer schon bestehenden Versicherung abgedeckt sein könnte. Richtig. Oder wie man es entsprechend noch optimaler absichern könnte. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen bei den großen Kindern. Thilo aus Neustadt hat uns diese Frage geschickt. Unsere Tochter macht gerade ihren Führerschein und geplant ist dann erstmal, dass sie unser Auto mitnutzt. Was kommt da jetzt in Sachen Kfz-Versicherung auf uns zu? In diesem Fall ist Thilos Tochter als weitere Fahrerin in den Kfz-Vertrag aufzunehmen. Dies wirkt sich auf die Höhe des Beitrags aus, da Fahranfänger bzw. junge Fahrer rein statistisch gesehen häufiger Unfälle verursachen und sich deshalb ein höheres Risiko ergibt. Als Alternative hierzu bieten wir beim BGV allerdings eine besondere Lösung für junge Fahranfänger an. Das Angebot heißt Jung und Mobil. Hierüber können junge Fahrer alle BGV-versicherten Fahrzeuge ohne Risikozuschläge in den einzelnen Kfz-Verträgen nutzen. Zudem kann ein eigener Schadenfreiheitsrabatt erfahren werden, der später dann für das erste Fahrzeug verwendet werden kann. Ach, das ist ja toll. Also der Versicherungsschutz kann hier für zusätzliche Familienmitglieder erweitert werden nach Bedarf. Und bei anderen Versicherungen ist aber dann irgendwann Schluss. Darauf bezieht sich jetzt nämlich die letzte Frage in dieser Runde von Jenny aus Lörrach. Meine Frage wäre, unser Sohn, der ist 18 und der fängt jetzt seine Ausbildung an. Ist er denn damit noch über unsere Familienhaftpflicht und Rechtsschutzversicherung mitversichert oder muss er sich jetzt selbst versichern? Keine Sorge. Der Sohn ist im Rahmen seiner Ausbildung noch über die Haftpflichtversicherung und Rechtsschutzversicherung mitversichert, solange er unverheiratet ist bzw. nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt. Dies gilt dann mindestens bis zu dem Zeitpunkt, an dem er seine Erstausbildung beendet und dann erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausübt, sowie ein Einkommen hierfür erhält. Insofern wäre er auch während einem sich anschließenden Studium weiterhin mitversichert. Also für Jenny und ihre Familie bleibt erst noch alles beim Alten, bis der Sohn dann fertig ist mit der Ausbildung. Also wir haben jetzt schon gehört, es gibt viele Anlässe, Kontakt mit seiner Versicherung aufzunehmen und eure Berater beim BGV stehen ja auch zur Verfügung. Aber wie erreiche ich die denn eigentlich? Was gibt es denn da für Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen? wir haben die komplette bandbreite abgedeckt man kann sich telefonisch an uns wenden wir haben einen chat wo man sich per chatfunktion beraten lassen kann aber vor allem dann auch termine vereinbaren kann mit persönlichen ansprechpartnern um hier individuell den bestmöglichen absicherungsschutz zu finden. und unser podcast den ihr ja gerade hört liebe hörerinnen und hörer ist natürlich auch eine tolle möglichkeit sich zu informieren und für die beratung stehen die experten des bgv persönlich zur verfügung. Ja, Martin, ich danke dir ganz herzlich für den Überblick, den du uns heute gegeben hast. Das Thema Familie und Versicherung ist ja noch viel umfassender und da könnten wir wahrscheinlich noch viel länger drüber reden. Und liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr noch Fragen habt, die wir heute nicht beantwortet haben, dann meldet euch. Martin und sein Team helfen gerne weiter. Die Kontaktinfos findet ihr in den Shownotes und auf der BGV-Website. Schaut doch einfach mal rein in den Family-Bereich. Das war's dann auch schon für heute. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart bei dieser Folge des Meine Family Podcasts. Martin, ich danke dir sehr, dass ich heute hier in der BGV-Zentrale zu Gast sein durfte und dass du vor allem auch die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet hast. Dankeschön. Gerne, Stefanie. Jederzeit wieder. Die nächste Podcast-Folge gibt's dann in vier Wochen und bis dahin könnt ihr gerne in alle bisherigen Folgen noch mal reinhören. Bis dahin, macht's gut. Meine Family. Der BGV-Podcast.